Hi, ich grüße euch total und recht herzlich. Ihr wisst alle, dass Kunst ein brotloses Gewerbe ist. Kunst ist ein brotloses Gewerbe. So, wir schreiben das Jahr 2021 und wir haben Pfingsten. Wir haben ein Pfingstwochenende. Yes! Und danach haben wir erstmal lange wieder viel Arbeit, bis wieder ein Feiertag naht. So, wir haben viele Feiertage hinter uns. Wir haben Cobra 11 hier, ne, hinter uns. Und Erdogan zeigt uns immer donnerstags 4 ausgewogene. Ihr könnt ja bei TV Now von 1 bis Ende gucken. Ihr könnt aber auch das gucken, was Erdogan Atalay da euch so zeigt. So, wir sind aber natürlich immer noch im Pandemiejahr. Und eines ist klar, ich drücke mal wieder drauf. Ihr seht nichts, ich auch nicht. Ich weiß nicht, worum es geht. Drück jetzt mal wieder drauf, mal sehen, was passiert. Okay, hat nichts mit Pandemie zu tun. Ja, sie gibt da Krieger. Nicht schlecht. Okay. So, wir leben in einer neuen Zeit der Technik, wo wir mit Phone arbeiten, mit Tablets arbeiten, mit Laptops und natürlich mit komplett normalen Computern. Wer leistungsstarke Computer hat, bringt uns auch leistungsstarke Filmchen. Da sind wir beim Thema Kunst. Kunst allgemein ist ein brotloses Gewerbe, man verdient halt nicht viel damit. So, man kann vieles jetzt performen vor dieser laufenden Kamera. Ich werde gleich sicherlich nochmal auf dieses gute Stück draufdrücken und gucken, was da so passiert. So, ich habe also immer noch nicht den Einstieg gefunden, um neuartige Videos auf den Markt zu werfen. So, irgendwie stört schon das Thema Corona. Und ich habe natürlich hier meine Damen und Herren, die immer wieder von Corona sprechen und uns da irgendetwas erklären wollen. So, Fakt ist, wer sich wirklich tatsächlich mit Corona beschäftigt hat und mal wirklich zurückgegangen ist, was alles so mal passiert. Auf diesem Planeten passiert ständig etwas. Und wer sich dafür interessiert, kommt natürlich auch dahinter. So, der eine kann sich natürlich für den Ursprung des Ganzen, der andere kann für das Kosmische des Ganzen und der andere kann halt für das Menschliche des Ganzen sich interessieren, anschauen und einwirken oder halt nur zuschauen. So, wir haben natürlich alle Probleme, die wir irgendwie abarbeiten müssen. Wir stehen hin und wieder mal vor Probleme, die wir abarbeiten müssen, weil das Leben ist halt so. Ich wünsche jetzt allen, wirklich, tatsächlich, hier und heute, die dieses Video gesehen haben, wunderschöne Pfingsten, egal wo ihr seid, auf Sylt, in London, an der Ost-Nordsee, irgendwo auf dem Planeten Neuseeland, Australien, London, okay, mal was genannt zu haben, weil das sind immer dieselben, wovon ich hier meistens spreche. So, gehe wieder rein. Es macht schon Spaß. Jetzt hat irgendwie Vodafone mir hier 111 TV-Sender gegeben. Was ist denn mit 111 TV-Sender? Aber egal. So, ich drücke jetzt hier nochmal drauf bei TikTok, um festzustellen, was so passiert, wenn man sein Phone anmacht. Ja? Wenn du dein Phone anmachst, was siehst du dann? Das ist ein Rohstofflager für unsere Elektromobilität, die Atacama-Wüste in Chile. Hier wird abgebaut, was die Automobilindustrie dringend braucht. Lithium für ihre Batterien. Pumpen befördern mineralhaltiges... Die ganzen Platin-Deutsch-Rapper, ja, die größten Reichweiten haben, die Deutschland auseinandergenommen haben in jeglicher Hinsicht, die was zu melden haben, wo die Leute zuhören, die eine gewisse Macht besitzen. Die Nyan Stories jeden Tag über Inshallah, Mashallah, Haram, Astaghfirullah, weißt du? Mein Name ist Molly Blum. Sie kennen mich? Ich habe Ihre Anklageschrift gelesen und Ihr Buch gekauft. Ihnen wird vorgeworfen, illegales Glücksspiel zu betreiben. Wir sehen die Klimakrise.
Corona-Krise direkt vor uns, wir haben eine Corona-Krise hinter uns. Ich will ja nicht ab. So, ihr habt gesehen, dass ich wahllos drauf. Ich habe einfach angemacht. Ich mache jetzt nochmal. Also ich habe es ausgemacht. Geh ein hier. Geh nochmal da drauf. Mal sehen. Wenn du 24 Stunden mit mir hättest und ich könnte nicht Nein sagen, was würden wir beide machen? Du 24 Stunden mit mir. Ja, lieber Max, es gibt tatsächlich ein Lost Place, wo ich noch nicht war. Und das ist der. Leider überhaupt kein Reinkommen. Ich warte schon seit 10, 12 Jahren darauf, dass ich da mal reinkomme. So, was haben wir gesehen? Wir haben mal wieder Angebote gesehen, irgendeine junge Dame, die ich nicht kenne, 24 Stunden, was macht man mit ihr? Meistens sehen sie ja gut aus, erübrigt sich die Frage. So, dann habt ihr ja Lost Place gesehen. Lost Place, das sind Sachen, wo es wirklich Spaß macht, mit der Kamera dort Sachen aufzuzeichnen, weil wenn man es richtig gut macht, sehen Lost Place verdammt gut aus. Leider komme ich jetzt nicht an einen Gegenstand, weil heute vor einem Jahr wir wunderschönes Wetter hatten, über 20 Grad, was heute leider jetzt in diesem Fall nicht ist, über Pfingsten. Über Pfingsten halt zu Hause zu sein, Videoclip zu machen, sich entspannen oder auch nicht, unter TikTok, Snapchat oder Instagram, oh ja, Instagram, was läuft denn da ab? Das könnte man ja auch mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr auch hin und wieder da einfach mal blind guckt. Also ich habe jetzt hier null, deswegen mal gucken, was passiert. Passiert da irgendwas? Ja, irgendwie. Ja, Ludwig. Ja. Ja, und dann Pia Stutzenstein. Pia fährt sicherlich wieder Skateboard. Ne, diesmal nicht. Diesmal hat sich halt nur so fotografiert. Okay. Ja, und dann irgendwann mit Fotos. Keine Ahnung. Ihr seht, also worauf will ich hinaus? Also ich möchte darauf hinaus, dass wir mit einer Elektronik, nochmal, hier ist nichts, bei TikTok ist was, aber haben wir ja gesehen. So, ich habe euch einfach mal blind, ich habe einfach mal blind drauf gedrückt, ihr habt gesehen, da war nichts, also ich habe nichts gesehen und dann drücke ich drauf und dann konnte man sehen, Ludwig, eine Frau. Bei TikTok wurde man eingeladen, 24 Stunden mit irgendeiner schönen Frau irgendwas zu machen. Und all solche Sachen. Natürlich macht es Spaß, bei TikTok Filme zu sehen. 60 Sekunden, 15 Sekunden. Und dann zu sagen, wow, ja, gefällt mir. Geh dann zu Netflix, geh dann zu Amazon oder geh zu TV Now oder. Und schau mir den Film dann an. Gestern, auf den neutralen Samstag vor Pfingsten, habe ich zum Beispiel zum ersten Mal nach verdammt langer Zeit Enemy Zeichentrickfilme aus China, Japan mir angesehen. Ja, und die sind ja meistens krass, richtig krass, krass gezeichnet. Aber hat Spaß gemacht. Mal so einen ganzen Samstag nur Anime-Filme sich angesehen. Andere schauen halt 24 Stunden, 7 Tage die Woche Cobra 11. Sind ja genügend Folgen zu sehen. So, und andere habe ich auch festgestellt, die machen 7 Tage die Woche, 24 Stunden Star Wars in allen Variationen. Ja, noch einmal Spektrum. Spektrum Mars, Spektrum Geschichte, Spektrum Gesundheit. Zum Schluss. Corona. Ist das wirklich tatsächlich so eine Art Pandemie oder ist das so eine Art Gehirnwäsche? Ich habe viele Menschen gesehen, die auch Auto fahren mit Lappen, was an sich verboten ist. Ich mache schon freiwillig den Lappen vor den Mund, wenn ich irgendwo einsteige und so weiter und so fort. Ich bin an sich schon durch die ganzen Monate mit diesem... Also ich kann mich noch daran erinnern, wie es ausgebrochen, den ersten Tag... Und wie man dann im Krankenhaus lag und die Leute dann total vermummt reinkamen und dann sich entkleidet und dann wieder raus. Und ja, war schon. Also wenn wir uns alle an den Tag erinnern, wo Corona ausgebrochen, wo uns Corona gezeigt und wo wir dahinter gekommen sind, was mit Corona überhaupt
bezweckt wurde und was mit dieser Art von Corona, mit dieser weltweiten Pandemie wirklich tatsächlich, was damit wirklich ist. Der eine nimmt es auf, der andere halt nicht und der andere diskutiert drüber. Das ist so immer drei, merkt ihr? Mir egal, oh Mann, der regt sich auf und der, lass uns mal drüber reden. Ja? Also immer drei. Ja, so. Und wenn man hinter die Wahrheit kommt, seht ihr ja, bei YouTube alles gelöscht, bei Facebook alles gelöscht, Instagram alles gelöscht und bei TikTok alles gelöscht und bei WhatsApp alles gelöscht. So, alles gelöscht mit dem Thema Corona. So, irgendwann ist alles gelöscht, dann weiß gar keiner mehr in 25 Jahren, was war denn da? Was war 1900? Was war 2000? Was war im 21. Okay, da gibt es uns nicht mehr. So, in 1000 Jahren schreibt man vorne eine 3 und wir alle hier, wir alle sind Vergangenheit, wie die, die davor alle in Vergangenheit, vor 2000 Jahren. So, wir haben eine Zeitrechnung von 2000, aber wir wissen, dass davor auch was war. Ja? Nur was davor war, das ist halt schwerste Antike, ja? Auch Atlantis, die Sage, alles so davor. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach, wenn man recherchiert, Corona 475 vor Christus ist zum ersten Mal dieses Corona irgendwie aufgekommen. Was ja mit jetzt gemeint wurde, weiß ich nicht, aber jedenfalls 475 vor Christus ist was in den Geschichtsbüchern bzw. in den Überlieferungen nachzulesen, etwas über Corona. So, und wenn man sich die Filme anguckt, davor, weit davor, gab es auch das Wort Corona schon. Ja? Adriano Celentano wollte zu einem Hotel, das hieß Corona. Die Simpsons haben da in den 90ern auch da sich zusammengesetzt und haben da Corona entwickelt. So, dann gibt es das Corona-Getränk. Dann gibt es die Corona, wirklich tatsächlich die Sonne. Die Sonne hat ihre Corona und hin und wieder speit sie es ins All aus. Und manchmal erreicht uns sogar eine Nanospitze dessen, was die Sonne da von sich gibt. Na, so, wir haben Eruption, wir haben, oh, bestimmt weiß ich nicht, jetzt ein wahnsinns großes Stück verloren in der Arktis. In der Arktis ist ein Riesenteil, so groß wie Mallorca, abgebrochen. Mallorca ist ja nicht gerade klein, ne? Aber so ein Eisberg hat sich getrennt in der Arktis, ja, und schwimmt jetzt irgendwo hin. Wohin, hat keiner gesagt, aber man hat uns erklärt, dass sich das so groß wie Mallorca von, na, vom Island sich entfernt. Ich meine, ich finde es stark. Ja. So, dann habe ich gerade gelesen, dass die Titanic doch nicht angeblich auf einen Eisberg zugeschossen ist. Ich meine, nach so vielen Jahren, nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, warum sprechen wir eigentlich nicht, und ich erkläre euch auch gleich, wie ich darauf komme, wieso sprechen wir nicht von der Zeit, wo es uns gut gegangen ist, nach 45 bis 95? Das verstehe ich nicht. So, nach 45 bis 95 hatten wir auch, na? Deswegen habe ich das Video heute auch gemacht, diesen sogenannten Song Contest. Na? Ja, wir hatten einen Song Contest mal wieder und das war mal wieder irre. Jetzt gehe ich da mal rein, mal gucken, ob ich auch Glück habe, da jetzt was zu finden. Nein, ich muss es wohl eingeben. Bin jetzt gerade bei YouTube. Bei YouTube, zack. Ich wollte euch an sich, wir können, Italien hat gewonnen. Das ist Leonie und das können Folgen einer Meningokokkenerkrankung sein. Fragen Sie Ihren Kinder- und Jugendarzt nach dem bestmöglichen Schutz. So. Italien hat gewonnen. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es angeschaut? Die Deutschen zeige ich euch jetzt nicht. Ne? Ah?
Manson. Ne? Italienischer Manson hat gewonnen. Hätte nur noch braunes, blaues Auge haben müssen. So, Italien hat gewonnen. Jetzt habe ich auch wieder Nachrichten bekommen. Habt ihr auch gerade gehört. Kann ich immer eben gucken, was diese Nachrichten da so von sich geben. Ja, ich habe Nachrichten bekommen. Ja. Aber keine Ahnung. Ja, ach so, bei Telegram. Man muss ständig suchen. Also einmal bei WhatsApp, dann bei Telegram. Ja. Und dann bei TikTok, dann bei Snapchat. Müsst ihr dann auch immer so jumpen? Ja, ich habe ein Video bekommen. Ach so, ja. Ich habe gerade drüber gesprochen, schon kriege ich ein Video darüber. Ja, hat einer gestern halt gesehen und mir jetzt zugänglich gemacht. Schön, schön. Ja, Song Contest. Wie gesagt, man schickt mir das rüber. Auch so ein kriege ich auch. Kann ich auch zurückschicken. Schicke ich einfach mal so was Lustiges zurück. Okay. So, wie leben wir? Tja, wir leben hier mit solchen elektronischen Einheiten. Wir sind elektronisch unterwegs. Wir haben gerade gesehen, wir konnten uns über den Song Contest auslassen. Wir konnten uns über den Virus auslassen. Wir können uns informieren. Das Problem an der Information ist nur, brauchen wir diese Information? Also ich gehe jetzt noch einmal, hier ist alles tot. Ich habe heute mal Ruhe hier. Ich kriege auch kein Gepiepe. Zum ersten Mal kann ich einen Videoclip machen in Ruhe. Ja, weil die sind alle unterwegs. Der eine ist auf Sylt unterwegs, macht wunderbare Fotosession. Die anderen schlafen noch, weil sie haben ja halt diesen Song Contest. Also es ging bis 2-3 Uhr. Nicht der Contest, sondern das Ganze, wo man wach war. So, und einige waren dann schon um 6 oder jetzt gerade eben erst wach. Wir haben 12 Uhr. So, ich gehe nochmal rein hier bei YouTube. Was passiert? Nichts Weltbewegendes passiert. Russia. Könnte ich mal eben anmachen? Soll ich drauf drücken? Drücken wir drauf. Wir wollen Leben spüren. Erst bekommt er Werbung, das ist klar. Die Volt Active Klimaanlage. So. Und das ist jetzt Russia, also Russland. Ich hab's nicht gesehen, deswegen. So, wir haben Pandemie, ne? Jetzt gab es diesen Song Contest endlich auch mit Publikum. Ja, okay, Italien hat gewonnen, Deutschland mal wieder vorletzter, England letzter. Juhu. Egal, was sagt uns das? Also European Song Contest, Europa und Eurovision mittlerweile, nicht Europa. Eurovision, weil es war auch schon mal Australien da. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch da waren. Also, Musik Roundabout the World und vorgetragen in einer sehr langen Sendung, wo dann Menschen abstimmen können. Hier in Deutschland war natürlich mal wieder, wie immer, eine Dame da, die das Ganze dann auf der Straße aufgebaut, das Ganze, weil ja frei war, sie durfte das. Es vorgetragen, ihr wisst schon. Ne? Schöneberger, die schöne Frau mit den langen Haaren. Ja, 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 ja. Also wie gesagt, wer diesen Videoclip jetzt hier nicht versteht, sollte an sich dasselbe mal machen. Er sollte sich vor der Kamera stellen und einfach willkürlich TikTok
WhatsApp, Facebook oder YouTube öffnen. Facebook habe ich gerade nicht geöffnet, Instagram auch. Ich mache jetzt zum Schluss noch einmal. Ich gehe jetzt noch einmal in TikTok, dann gehe ich in WhatsApp. Aber WhatsApp, das mache ich nicht auf, weil da ist nichts. So, TikTok. Okay, das war TikTok. Schauen wir mal nochmal Instagram. Ihr merkt schon, man wird da, na, ich meine, Hinrichtung muss nicht sein, danach kam das da direkt. Da seht ihr, also das ist ein elektrischer Stuhl. Einmal Strom drauf, ist er weg. Ja, ist klar. So, sie macht da irgendwie, na, Moderatorin bei 500 Gäste, die Fußball live durchschauen konnten. Er hat geweint, weil er verloren hat. Das ist waschechte Leidenschaft. Ne? Ja, ist halt so, hat er verloren. Ja. Das brauche ich jetzt nicht erklären. Sie hatte Geburtstag am Wochenende, Gülşen von Cobra 11, die halt auch andere Sachen schon gemacht hat. Ne? So, Gendersprache mag man nicht. Alle geimpft werden. Bill Gates macht Geld. Ludwig läuft wieder modisch rum, das ist klar. Ich bin noch nicht da, wo ich hin will, aber zum Glück bin ich auch nicht mehr da, wo ich einmal war. Ich gehe weiter meinen Weg. Ein Coach, der euch vieles erklärt. Ihr merkt schon, das Video wird heute ein bisschen länger, weil wir haben ja, und das hier, Das war der Deutsche, der da gesungen hat beim Song Contest. Ich habe mir das, wie gesagt, kurzweil angeguckt, weil ich kontaktiert wurde. So, jetzt gehe ich da mal raus. Wo kann ich reingehen? Oh ja, ich gehe mal in Facebook, mal sehen, was da passiert. Da ist Rammershofen, die sich freut, bei denen da gewesen zu sein. Sie macht ihre eigene Sendung. Das hier sind Decken, die nach was aussehen, die flauschig sind und sehr stark bedruckt wurden. Ja, das ist halt Guten Morgen, Kaffee, kann man auch fotografieren, auf den Weg bringen. Freundschaft, genau, das ist eine Freundschaft, kann man auch nehmen, die werde ich jetzt adaptieren und meinen Freunden gleich zugänglich machen. Könnte man so zack, zack, habe ich jetzt und... Ah ja, wir hatten Stromausfall in München, wusste ich auch nicht, die Polizei hat es gerade gesagt. Die Polizei hat den Täter noch nicht gefunden, der in München für den Stromausfall die Verantwortung tragen muss. So, Freundschaft trifft auch in der Natur auf. Hier sehen wir eine Möwe, die versucht, ihren Freund aus den Fängen eines Adlers zu retten. Ich drücke nochmal drauf, ne? So, der Adler hat sich die geschnappt, der will jetzt futtern, ist klar. Und die Möwe versucht, den Adler zu attackieren, damit die andere Möwe frei wird. Was in der Natur passiert? Genau, lass ihn raus. So, natürlich gibt es immer Frauen zu sehen, in allen Variationen. Ihr seht, ich gehe an, oder hier einer, der Wein trinkt, ich kenne ihn nicht. Ne? So, das passt, das ist klar, da kriegt man natürlich, das kann man auch festhalten, das kann man wieder einem Freund schicken, der Bescheid weiß. Man kann es auch weiterleiten, man kann es auch sein lassen. So. Ich meine, man kann auch so wunderbare Bilder nehmen, Freundschaft unter Tieren, wie, ob die echt sind, weiß man nicht, oder Schnappschüsse. Weil diese Tiere sind sehr scheu, die kann man nicht einfach so, also ich mag solche Bilder, wenn einer es wirklich schafft, sowas hinzukriegen. Ne? So, meine Kollegen sind wirklich tatsächlich im Nordlicht, ja, ich schicke denen jetzt die Nordlichter hier. Echte Nordlichter kennen keinen Regen, bisschen Wind, bisschen Regen oder wie ihr im Norden sagen, V
feinstes Strandwetter. Also meine Kollegen sind gerade in Sylt oder beziehungsweise auf Sylt. So, es reicht. So, ich nehme noch einen mit hier. Wenn ich mich nach langer Sportpause an der ersten von drei Liegestützen versuche, ihr wisst, dass diese Tiere keine Fluchtinstinkte haben. Na, ist klar. So, ihr müsst diese Videoclips nicht verstehen. Ich möchte euch nur zeigen, mit diesem Videoclip, was an sich so los ist und was wir da zu sehen bekommen. Ja? Ohne es zu ahnen, sehen wir sowas. Da müssen wir natürlich lesen, ist klar. Und ein paar Sekunden später sieht man das. Versteht ihr, wie krass das ist? Da lag gerade ein Junge, die beiden sind da. Ich meine, sowas kann man festhalten. Den Jungen jetzt nicht, den wünschen wir natürlich volle Genesung, das ist ja wohl klar. So ein paar Sekunden später kommt dann direkt Werbung. Also so leben wir doch heute, wenn wir scrollen, oder nicht? Wir bekommen ganz viele Informationen, womit man, einer geht noch, Sonntag, scheiß, wo bin ich? Na, einer geht noch rein, scheiß, wo bin ich? Kann man jetzt halten wie ein Dachdecker. Na? So, mal gucken, ob ich das hier irgendwo hinkriege. Das Bild, zack. So. Das kann ich dann irgendwie, habt ihr gesehen? So, wie gesagt, noch einmal. Man weiß, also man hat nicht und so weiter. So, an alle Nordlichter, ich wünsche euch viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass es euch gibt. Dieser Videoclip ist für alle Clip, die Clips selber herstellen, also alle Clip-Hersteller. Ihr macht so viele Clips. Ich schaue sie mir, wie gesagt, auch an. Ne? Scrolling und so weiter. Aber so richtig haben wir doch gar Momente, wo wir uns fragen. Wir haben Momente, wo wir uns nicht nur fragen, sondern hinterfragen. Wir fragen, hinterfragen und kriegen dennoch keine zufriedenstellende Antwort. Also die Antwort ist nicht zufriedenstellend, auch nicht bei der Serie oder bei dem, was wir alles so erleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß auch nicht, was euch auf den Weg bringt, Videoclips zu machen. Der eine macht halt im Bus Videoclips, weil das sein Arbeitsgerät ist. Mittlerweile gibt er sich sogar noch mehr Mühe. Er sitzt zuerst vor einem Greenscreen, nimmt diesen Greenscreen und macht dann im Bus einen Doppelklick und setzt das da ein. Macht sozusagen Zwiegespräche. Könnte ich hier auch. Ich könnte jetzt vom Greenscreen mich hier einbauen und dann eine Unterhaltung führen mit mir selbst in verschiedenen Sachen. Ne? Ja. Ich begrüße auf dem Weg Martin Binias in der Ferne. Und ihr merkt, jetzt kriege ich auch mittlerweile Antworten hier. Da ist auch einer wach geworden. Ja, schwach geworden. Ist noch am Schlumpfen, frohe Pfingsten. Ich suche da jetzt ein schönes Bild raus. Yes. Ich sag yes. Sleep well. So, sleep well. Sie sollen sich einfach ausruhen. Ruht euch aus. Nehmt Pfingsten hin, wie Pfingsten ist. Gutes Wetter, schlechtes Wetter. Macht Videoclips, macht keine. Genießt Videoclips oder auch nicht. Ihr wisst, was ich meine. Oder schaut Cobra 11 oder. So, und ich begrüße euch noch einmal. Total recht herzlich. Und verabschiede mich auf dem Weg auch gleich wieder. Und ja. So, meine Grüße sind raus. Ich habe euch begrüßt. Ich habe einen Videoclip gemacht. Ich hatte was zu tun. Jetzt muss ich schauen, was ich jetzt noch so. Also ich habe wirklich vor, Ordentliches zu machen. Ich weiß nur noch nicht wann. Ich weiß auch noch nicht mit was. Und ja, ich habe einfach mal so einen Clip gemacht. Ihr habt gesehen, was wir, oder wie wir, nicht alle, ist klar, aber wie wir doch alle
auf irgendeine Art leben, egal mit was auch immer, Laptop, Tabletop, Phone oder Computer, egal, wir tauchen irgendwo ein, online, schauen uns Filme an bei YouTube, Facebook und so weiter und so fort, bei Netflix und WhatsApp und wo denn noch? Ach ja, bei Amazon Prime. Ja, so. Also mir ist gestern aufgefallen, auch bei YouTube aufgefallen, dass man viele, die man, also ich würde sehr gerne nochmal so Marvel-Filme sehen, müsste aber tief in die Tasche greifen, ja, und müsste jeden Marvel-Film, den ich aufrufe, richtig bezahlen, auch andere Filme, die mir gefallen könnten, müsste ich bezahlen. Ich könnte sogar bei YouTube Star Wars Filme gucken, ja, könnte ich, müsste ich aber extra bezahlen. So, da ich aber bei Disney Plus bin, brauche ich nicht, zahle ja schon, also schaue ich die Star Wars Filme bei Disney Plus, klar, so, unter uns. Solche Videoclips kriegt ihr umsonst, nein, kriegt ihr nicht, denn ohne den Provider könntet ihr diesen Videoclip ja auch nicht sehen. Also versuche ich mich schon ein bisschen anzustrengen, wenn ihr schon dieses Video gesehen, euch dieses angesehen und auch, wie gesagt, zugehört und auch ein bisschen verstanden, worum es überhaupt ging, dass ihr dann, wie gesagt, kurzweil unterhalten wurdet. Das war jetzt mein Ziel. Und ich hoffe, ich habe es geschafft, dass ihr kurzweil eine Unterhaltung gefunden hat, so ein Querschnitt von Pfingsten 2021, Eurovision, Song Contest, Spielfilme, Fernsehen, Internet und natürlich Corona, ist klar. Boah, Leute, ich bin gespannt, wann das endlich zu Ende ist. Wer nicht wach werden möchte, soll weiterhin schlafen, okay? Habe ich nichts gegen. Schlaft, 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 schlaft. Aber die, die wach sind, die richtig wach sind, liebe Freunde, ihr wisst Bescheid, ändern können wir nichts. Was denn, wie denn? Wie wollen wir das denn ändern?